Hallo Leute, da sind wir wieder in den Tiefen. Gehen wir mal back und ich verstecke die Maus. Dieses Mal wird es nicht vergessen. Wir gehen mal nach oben. Machen wir mal eine bisschen wirre Map. Oh, scheiße. Ganz viele Mumus. Oh Gott, lasst mich. Nein. Oh Gott. Achso, ich hab ja einen Pilz gehabt, ja. Vielleicht gehen wir nicht in den Mumu-Raum als nächstes. Lass uns mal gucken, was es sonst so gibt. Oh Gott. Au, 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 au. Okay. Gucken wir mal bei zwei von den Heinzen. Aber wenigstens keine Schießteile außenrum. Oh Gott! Na? Gut. Hat schon, das hat keinen guten Start genommen. Oh je, oh je, oh je, oh je. Wo werden wir jetzt hier landen? Okay, ein Angel Heart. Dieses Mal sind wir nicht so blöd, wir lassen es liegen. Wir müssen uns aber dran erinnern, Leute, dass es hier ist. Oh, scheiße. War das der Mumu-Raum von erst? Oder haben die jetzt zwei Mumu-Räume? Oh Gott, ich sterbe einfach wieder, ne? Nein. Warum kann ich nicht in einer Folge sterben? Naja. Gut. Heulen hilft nichts. Machen wir erstmal diesen Kackehaufen hier kaputt. Und dann diesen Kackehaufen, wo wir ein Herzchen finden. Sehr schön. Herr Spinne. Erweisen Sie mir die Ehre. So. Magneto Item Snatcher. Was heißt das? Kommen die zu mir? Ist das so ein Autokollektor? Halt kompletten Gedächtnisschwund von damals, ne? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Und ich habe halt nicht nur 10 Stunden oder 40 oder so gespielt, sondern 300. Diesen einen Isaac-Teil. Wow, warum bin ich so langsam? Und den anderen weiß ich nicht, wie viel. Müsste ich halt mal gucken in Steam. Aber den hier auf jeden Fall so viel. Sag mal hier. Tearstone. Ich glaube, dass beim letzten Mal die Tearstone-Pille eine andere Farbe hatte. Kann das sein? Kann eigentlich nie sein, ne? Hat, glaube ich, immer dieselbe Farbe. Ah ja, habt ihr gesehen? Das Herz hat es angezogen. Sehr cool. Gut. Da gucken wir mal. Was wir jetzt hier noch so haben. Bäh. So. Dankeschön. Wir haben zwar einen Schlüssel, aber nur 5 mal Kohle. Ich finde, das lohnt sich nicht. Wäre ich jetzt sehr verzweifelt. Aber wir sind ja erstmal in der ersten Ebene, deshalb würde ich jetzt nichts machen. Was haben wir hier? Oh nein! Da, 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 da. Scheiße. Ich wusste es nicht, sonst hätte ich es bei Pin genutzt. Sorry. Oh, es war knapp. Genau reingerannt.
Nein! Wir sind immer noch in der ersten Etage gewesen, ne? Tötet von Pin. Naja, naja. Haben wir wenigstens noch nicht so viel verloren. Lieber so, als übel spät in einem Run zu verlieren. Und sich dann zu ärgern, weil man so viele schöne Items hatte. Und sich vor allen Dingen zu wundern, wie man mit diesen fetten Items verlieren konnte. Verdammt nochmal. So. Warum können die eigentlich piercen und ich nicht? Ist schon fies. So, jetzt du hier unten, Mutti. Hier gibt's nichts zu holen. Ein Bömmsche. Ah, wir gucken, was an der anderen Seite noch so ist. Vielleicht haben wir da was Schönes. So viel zu was Schönes. Ja, einmal durch, bitte. Lieber goldener Raum, was verbirgst du für mich? Monster, Ross, Zahn. Wir erinnern uns, das war, wenn man den auslöst, kommt Monstro und haut unserem Gegner eins auf die Mappe. Finden wir gut. Mag ich. Schlüssel haben wir keinen, können wir so gleich vergessen, dort das zu machen. Dann ab zu unserem ersten Boss. The Duke of Flies. Wusstet ihr jetzt da nehmen wir ihn einfach mal. Das ging sehr schnell. Das ist Speed höher, ne? Ach, Range Up ist das. Ich dachte, na gut, okay, mit hochhackigen Schuhen Speed höher ist auch ein bisschen komisch, ne? Wusstet ihr, dass man Adelstitel einfach kaufen kann und dass das nicht mehr teuer ist, dass das teilweise nur 70, 80 Euro kostet? Und dann habt ihr den Titel. Keine Ahnung, was ihr damit wollt. Angeben. Vielleicht ist es auch ein bisschen cool. Ich finde, es ist auch eine Art witziges Geburtstagsgeschenk irgendwie. Also nicht nur diese Adelstitel, die man dann auf einem Stück Papier jemandem schenkt. Falls ihr die kennt, die finde ich ein bisschen... Oder diese... Oh, du bist jetzt der Lord von irgendwas. Die sind ein bisschen billo. Aber so einer, den man sich echt im Personalausweis eintragen kann, finde ich lustig. Aber hat man ja, wie schon gesagt, nichts von. Und derjenige, der den Adelstitel verkauft, nimmt der dann Geld ein dafür? Also darf man das? Ich meine, ich kann ja meinen Nachnamen jetzt auch nicht verkaufen, oder? Und ganz von abgesehen, dass den bestimmt keiner haben will. Oh, du Arschgesicht. Kannst du keinem erzählen. Oh Gott, man merkt, ich bin vielleicht ein bisschen durch. Ja, so viel zum Basement. Da haben wir für Gabi nur einen Zahn und einen Schuh. Oh, shit. Nein! Ich wollte so gern die Season 2 quasi an einem Stück aufnehmen, weil ich einmal so drin bin im Spielen. Ich habe immer so ein bisschen dieses dass man so reinkommen muss bei Isaac, finde ich, bis man so wieder diese Fingerfertigkeit drin hat, so ein bisschen wie beim Fahrradfahren. Man kann es zwar noch, aber es ist, man braucht da so ein bisschen was für. Also ich zumindest. Okay. Ich bleib jetzt hier unten und mache einen auf safe. Du,
Nur noch ein halbes Herz, Freunde. Kann mich schon wieder im Basement wegsäbeln. Das war knapp. Sehr schön. Attack Fly. Und ein halbes Herz. Und gleich tot. Wir haben noch nicht mal alles erkundet. Wir haben zwei Zimmer gesehen. Attackier sie, Fliege! Bombe, ich hätte gern ein Herz. Siehst du, wie schlecht ich gerade bin. Ne? Hier kriegen wir auch kein Herzchen. Oh, was ist das? They grow inside infestation. Bei the grow inside, das hatten wir ja auch erst bei der Fliege. Und dann kamen ab und zu aus uns so ein paar Fliegen raus. Keine Ahnung, ob es jetzt Maden sind. Wir haben wenigstens ein Steinchen, was wir dingsen können, abschießen. Also, hier. Ich hätte die Bombe oben hinlegen sollen. Vielleicht ist da auch noch ein Raum oder so. Aber ich glaube eher, dass ein Raum hier sein könnte. Ich mache das jetzt nur, weil ich vermute, dass wir den Boss vielleicht nicht überleben. Wir haben eine Bombe und ein Talerchen. Also, nehmen wir die Bombe. Na, okay. Hätte ja klappen können. Dann hätte man vielleicht ein Herz bekommen, aber so nicht. Gut, Leute, dann haben wir ja jetzt nichts anderes, keine andere Möglichkeit, als uns dem Duke of Flies schon wieder zu widmen. Das wird nicht gut gehen, das wird nicht gut gehen. Wir versuchen es trotzdem, wir geben nicht auf. Stirb! Das hat erschreckend gut geklappt. Okay, Damage Up und Range Up. Ja. Gehen wir weiter, würde ich sagen. Viel mehr können wir auf der Etage nicht machen. Zumindest nicht mit unseren finanziellen Mitteln, die wir jetzt gerade haben. Einen Schlüssel haben wir. Sehr schön. Was macht denn die Patsche Hand? The Left Hand. Keine Ahnung, was sie macht, aber ich finde es gut, dass wir es haben. Hat gerade so ein bisschen Erbarmen mit uns, weil es wahrscheinlich gemerkt hat, das Spiel. Oha, Achtung. Noob. Den wollen wir nicht vergraulen, dass er jedem erzählt, Isaac wäre scheiße. Lass ihn mal ein bisschen gewinnen. So, nein! Geh weg. Dann haben wir hier einmal einen Bossraum, aber den wollen wir noch nicht reingehen, denn wir haben hier oben noch nicht alles. Ist mein Speeddown irgendwie? Das Gefühl, dass ich langsamer bin als zuvor. Oh nein. Oh, sehr schön. Trollbombe! Noch eine Trollbombe! Okay, was haben wir hier? Happy! The parasite has appeared in the basement. Okay. Dann gucken wir mal. Was ist denn das? Was macht es? Panic Farts. Okay. Da pupsen wir zusätzlich also rum. Vielleicht helfen die, also die, vielleicht hinterlassen die Wolken oder so, wenn der Gegner dann durchgeht, dass dann Zusatzschaden ist oder so? Ich habe keine Ahnung. Ja? Kommen Sie bitte hier lang? Junger Mann? Gut. Ein halbes Herz, aber... Ich habe 9 Leben? Ach, weil ich Gabi gekriegt habe. Stimmt. Das ist fett. Aber können wir jetzt nichts anderes machen. Gehen wir mal.
glaube, deshalb sind wir auch auf ein Herz runter reduziert worden. Oder ist das nicht so, dass du nur eins hast, aber dafür nur ein Leben? Irgendwie sowas? Nun gut, gucken wir mal. Und da sind wir wieder bei Pin. Na, Gott sei Dank. Uiuiuiui. Hier, hier, hier. Nein! Nein! Mann. Geh weg. Yay! 8-Ball. Shot Speed up. Lecker, lecker. Was haben wir hier? The World. Nutzt hier nix gerade, das freizuschalten. Deswegen behalten wir die mal auf der Hand. Wir gucken mal, was hier ist. Kann ich überhaupt 2 Herzen spenden? Wenn ich nur noch 1 hab? Lass uns mal probieren. Lord of the Pit? Wir haben unser Herz behalten und sind jetzt... Hä? Sagen wir mal, das war was Gutes, was ich gerade getan habe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir jetzt fliegen. Wir haben jetzt hier aber nirgendwo was gehabt, wo wir fliegen müssten, ne? Zumindest erinnere ich mich nicht. Dann lasst uns mal gehen. Wir bräuchten ein Helfer-Up oder sowas, also ein HP-Up. Das wäre ganz fett. So, kann ja nicht sammeln. Ja. Ich habe nicht auf die Fliege so wirklich geachtet, dass ich den Kackhaufen weggemacht habe. Lasst uns mal zur Sicherheit kurz das halbe Herz holen gehen. Achso, wir können ja auch The World nutzen, fällt mir gerade ein, ne? Vielleicht ein bisschen cooler. Dann lasst uns erstmal hier was wegbomben. Gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Raw Liver, HP up. Habe ich gerade gesagt, wir brauchen HP up und wir haben HP up gekriegt? Wow. Fett. Gut. Dann, na, wir gehen mal lieber in die andere Richtung zuerst. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. So. Schon wieder fast bei 18 Minuten. Was haben wir denn hier? 2 Trollbomben. Schön. Die habe ich mir gewünscht. Gucken wir mal, was wir am nächsten Räumelchen haben. Oh nein! Scheiße. Aber okay. Dann. Ein paar Kackfliegen. Oh, was machst du? Cursed Skull. Was ist jetzt besser? Cursed Skull oder die linke Hand? Ich habe keinen Schlüssel. Ein Schlüssel wäre das Coolste. Lass mal kurz gucken. 3, 2, 3, 3. 3, 2, 3, 3. Was haben wir, wenn wir das machen? 3, 2, 3, 3. Okay, es beeinflusst das schon mal nicht. Ich glaube... Left Hand klingt für mich gerade irgendwie besser. Obwohl ich gar keine Ahnung habe, was es tut. Es klingt für mich einfach nur besser. Aber wenn der Cursed Skull dort oben so in dem Dings drin lag. So ein Dingsraum. Ich weiß nicht. Schreibt mir in die Kommentare, ob das dumm war.
Noch mehr Fliegen, schön. Wir haben keinen Schlüssel. Ich hoffe, wir kriegen im Bossraum dann gleich ein Schlüsselchen. Ich habe einen Schlüssel gekriegt. Was ist denn hier los? Ist hier gerade, wünscht ihr was? Ist die Spracherkennung an? Woran liegt's? Wir gehen gucken. Und dann gehen wir in den Bossraum. Wir haben ein Ouija-Brett. Habt ihr das schon mal gemacht? Ouija-Board-Dingens? Ihr wisst schon. Spektral. Tränen. Jetzt muss ich erstmal das Wort Tears suchen. Ach, ich laufe immer noch wie der Pöbel um die Steine herum und ich muss es gar nicht mehr. Okay. Dann ab in den Bossraum. Oh, die Maus ist die ganze Zeit im Weg. Ihr sollt das doch sagen, wenn das so ist. Dann kann mich ja das Pi auch gar nicht mehr von Piep jetzt hier jucken, richtig? Oder... Scheiße. Kriege ich das trotzdem noch ab? Das weiß ich... Ah, nein, hör doch auf. Das weiß ich gerade gar nicht. Nicht zu arrogant werden. Trotzdem scheiße aufpassen. Oh, fuck. Komm schon. Komm, das bisschen noch. Das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Los, los. Oh Gott. Herr im Himmel. HP ab. Wow. Hier mag mich gerade jemand echt. Aber wir werden... Können wir uns in den Shop reinbomben? Zwei Bomben habe ich ja. Oh Gott. Ah, können wir nicht. Okay, dann gehen wir einfach mal ins Tiefe und gucken, was so kommt in die Caves. 2. Wir sind doch schon bei 23 Minuten, Leute. Das ist viel zu lang. Deswegen machen wir an der Stelle hier jetzt eine Aufnahmepause. Und legen beim nächsten Mal wieder los. Also dann, bis dann. Tschüss.